Der historische Stadtpark in Neuruppin am Ruppiner See wurde durch einen zivilgesellschaftlich getragenen Prozess wieder zum Leben erweckt. Auf Initiative einer örtlichen Schule stieß die Stadt gemeinsam mit Kooperationspartnern den Aktivierungsprozess Dein Park an. Das Projekt ist entstanden im Rahmen eines Seminarkurses. Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe sollten selbst nach eigenen Projektideen suchen. Wir haben dann einen Vorschlag aufgegriffen, der aus der Stadt kam, nämlich einen Lauf- und Erholungspark in und um Neuruppin zu entwickeln. Und unsere Ideen passten wunderbar hier in dieses Areal und somit konnten wir uns dann hier frei entfalten und das Projekt nahm seinen Lauf. Genau, wir sind jetzt von hier in den Park gekommen und wenn er jetzt hier die drei Farben weiterverfolgt, seht ihr, dass sich die rote Strecke abzweigt. Das können wir gut nutzen für unsere Intervallläufe. Ja, auf geht's. Also das Projekt hat eigentlich eine vielschichtige Bedeutung für die Stadt. Angefangen als kleine Initiative hat sich das halt immer weiterentwickelt und das ist schon der erste Punkt, dieses Thema Kooperation innerhalb der Stadt, also dass es eine Initiative gibt, die verschiedenste Interessengruppen, Altersgruppen aufgreift. Jeder kann sich nach seinen Möglichkeiten einbringen. Und dann haben wir eben das große Parknetzwerk. Das sind alle AkteurInnen, die in diesem Projekt beteiligt sind. Und von diesem Netzwerk ausgehend gibt es dann verschiedenste Aktivitäten, die rund um den Park spielen und dann auch in die Stadt ausstrahlen sollen. Also letztlich ist Dein Park, ohne dass wir das vorher tatsächlich groß geplant haben, zu einem Pilotvorhaben geworden für das Thema kooperative Stadtentwicklung. Für mich ist das Besondere, dass wir es wirklich geschafft haben, ein Take-Off-Team zu etablieren. Und das Besondere an dem Take-Off-Team ist, dass es sich eben horizontal durch die Verwaltungsstrukturen zieht. Also von allen drei Dezernaten sind dort Mitarbeiterinnen drin und es sind Stadtakteure drin. Es ist ein ganz gemischtes Team, das sich zur Aufgabe gestellt hat, wir wollen das Projekt Dein Park weiterbringen, sodass es eben eine Kollaboration gab, die auch über das Take-Off-Team hinaus für die Vereine oder alle Beteiligten total wertvoll ist, weil eben einfach Querverbindungen zwischen Verwaltung und Stadtakteuren dadurch möglich werden. Genau, wir sind jetzt genau an dem Baum. Und der Pfeil, der steigt dann hier in den Park, ne? Da rein. Ergebnis dieses Prozesses ist ein dynamisches Netzwerk, das die Nutzungen und Neugestaltung des Stadtparks fortlaufend weiterentwickelt und anpasst. Unter den Leitlinien dynamisch, erholsam, interaktiv und naturnah werden Aktivitäten und Aktionen ins Leben gerufen. So entwickelten Schülerinnen und Schüler eine Website, schildern Laufstrecken aus, installieren Nisthilfen für Vögel und räumen den Park regelmäßig auf. Eine Plakat- und Kunstaktion der Jugendkunstschule, die Bespielung des Parks mit einem Parkfest, der Parklauf und das Waldbaden haben den Park wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Die Jugendkunstschule hat einfach ganz viele Sachen zu bieten, von Töpfern bis Tanzen. Also ich bin gerade in dem Grafikdesignkurs und genau, das hier war die erste Kampagne. Das waren die ersten drei großen Plakate. Also wir haben hier Lust auf Erholung und dann haben wir auch noch Brauchst du Ruhe. Und diese drei Slogans quasi symbolisieren so ein bisschen diese drei Fachgebiete, auf die wir uns ja fokussiert haben. Auf jeden Fall Bildung, es gibt hier immer was Neues zu entdecken, natürlich Sport auch, hier gibt es ganz tolle Laufstrecken oder auch mit dem Fahrrad cool zu bewältigen. Und natürlich auch die Erholung, die Gesundheit, Natur tut gut für alle. Also wir sind hier durch den Wald gelaufen, sie waren beim Teich, haben Tiere, Pflanzen, Bäume, das Sonnenlicht durch die Baumkronen, haben wir alles aufgenommen und haben das dann alles quasi zusammengeschnitten, um das dann auszustellen. Quasi aus dem Park was an die Leute, damit die Leute in den Park reinkommen. Also für mich ganz besonders in diesem Projekt ist eben, abseits der verschiedensten spannenden Aktivitäten, die wir haben, ist einfach diese Vielfalt an AkteurInnen, die dort zusammenarbeiten und ihre Interessen, ihre Ideen und ihre Wünsche einbringen und dass wir da auch relativ schnell zu konkreten Ergebnissen kommen. Durch das Projekt habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass wir die Schule nach außen hin öffnen können, dass es sich lohnt. Es passiert hier Stadtentwicklung, es passiert etwas im öffentlichen Raum. Für die Schülerinnen und Schüler war es dann auch immer eine Besonderheit, wenn sie gemerkt haben, dass sie auch hier etwas realisieren konnten. Das Gartendenkmal ist jetzt auch außerschulischer Lernort, Ausflugsziel für Kindergartengruppen, Gegenstand von Schulprojekten und ein Raum zur Bewegung und Erholung im Grünen. Darüber hinaus ist der Park auch ein Ort gelebter sozialer Teilhabe,
Denn die Bürgerinnen und Bürger können sich aktiv an der Pflege und Gestaltung des Parks beteiligen. So wurde der Stadtpark wieder zu einem beliebten Stück Stadtnatur, welches in die Stadt hineinwirkt und in dem Gemeinschaft großgeschrieben wird.